Du bist nach einem Jahr zurück, wieder dein erster Ironman. Ist das dann was Besonderes, hier wieder an der Startlinie zu stehen? Geht man noch ein Stück mehr motiviert in das Rennen? Ja, an Motivation hat es mir eigentlich in meinem Leben selten gefehlt, aber es ist mir auch vor kurzem erst klar geworden, dass es schon ein Jahr her ist, seitdem ich das letzte Mal einen Ironman gemacht habe. Da muss ich mir vielleicht vorher doch nochmal meine Checkliste aufschreiben mit den ganzen Gels und Zeugs, was da nicht alles notwendig ist. Ich meine, ein Ironman hat immer so ein gewisses Prickeln, ja. Noch haben wir 3 Tage Zeit, aber ja, gerade die Stunden oder der Tag vorher ist dann schon organisatorisch allein so eine Herausforderung, dass es ja, eine gewisse Nervosität mit sich bringt. Du hast dich auf Instagram bei deinem Team und auch, glaube ich, beim Nick da bedankt für dieses Training. Du hast jetzt ein schwieriges Jahr hinter dir. War es jetzt so, dass in diesen letzten ganz harten Einheiten, wo es halt, sage ich mal, ums Ganze geht, dass man da auch mal mit diesem Thema der Verletzlichkeit wieder konfrontiert wird? Nee, ich muss sagen, das ist sowas, schließe ich ganz aus meinem Kopf aus. Ich meine, da zurückzuhalten wäre, glaube ich, der Anfang vom Ende. Ich muss sagen, dass es jetzt echt wirklich sehr, sehr gut lief und es irgendwo ja, ein emotionales Jahr war, aber sicherlich kein schlechtes. Also es war auch viel Gutes dabei. Und ich meine, für mich ist der erste Ironman in einem Jahr, für Nick war es das erste Rennen oder wird es das erste Rennen überhaupt sein seit einem Jahr, der sich ja hier nach Frankfurt letztes Jahr verletzt hat, mit dem Hawaii-Ticket in der Tasche. Insofern ja, gibt es da kein Zurückhalten. Ein ganz großes Ziel ist ja nochmal der Start auf Hawaii und dann natürlich nochmal ein richtig rauslassen. Ist hier am Sonntag auch schon absolut 100% angesagt? Klar, im Wettkampf ist immer 100% angesagt. Also da zurückzuhalten wäre gerade in diesem Feld, glaube ich, auch fatal. Ich denke mal, dass da sicherlich alles gefordert wird, was ein Ironman ja grundsätzlich sowieso eigentlich schon tut. Aber mit den Jungs dann umso mehr. Letztes Jahr war es ja hier so, da ist der Josh Amberger beim Schwimmen vorne weg und hat erstmal das Rennen schnell gemacht. Der ist diesmal nicht dabei. Wer macht es diesmal schnell, das Rennen? Gute Frage. Ich bin gespannt, wer beim Schwimmen. Ich meine, Dylan McNeese ist ja hier sicherlich der Schwimmspezialist, der im Schwimmen was machen wird. Ansonsten probiere ich es vielleicht nochmal selber. Und dann von vorne weg wie damals bei deinem ersten Sieg hier. Einfach mal gucken. Wie gesagt, das ist das Schöne an einem Rennen, dass wir es doch noch abwarten müssen und nicht alles vorhersagen können. Also das heißt, du musst dann mit der Hitze kämpfen. Gibt es irgendeinen ganz speziellen Ablauf, den du bei Hitze anders machst wie bei, sage ich mal, normal temperierten Rennen? Ganz und gar nicht. Ich bin eigentlich gut akklimatisiert. Weiß natürlich, dass ich noch mal etwas genauer in meinen Körper reinhören muss, um dieses Limit eben nicht zu überzocken, weil in der Hitze ist es einfach sehr, sehr schwer, sich dann nochmal zu erholen, wenn man einmal über die Grenze rübergegangen ist. Aber ja, das ist genau das. Vielleicht ein bisschen sensibler an die Sache rangehen, aber im Großen und Ganzen ist da ja auch nicht allzu viel Spielraum. Dann wünschen wir dir einen schnellen Spielraum am Sonntag. Viel Erfolg fürs Rennen. Danke, Jan, fürs Interview. Danke euch.